Mahlzeit Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir spielen heute ein kleines neues Spiel, ein Early Access Spiel, das da heißt Green Hell. Wir befinden uns in der grünen Hölle und wir werden heute gucken, wie wir in diesem Survival Game überleben können. Es ist wie gesagt ein Early Access Game, so viel Content ist noch nicht am Start. Ich werde aber immer wieder neue Folgen rausbringen. Ich mache das so staffelweise, je nachdem wie schnell die Updates dann reinhasseln. Ihr seht schon, ich habe ein kleines Sonntag hier und bei mir ist ein bisschen dunkel, aber das nimmt der Stimmung natürlich nichts. Wir können hier Survival anklicken und Challenges. Story leider noch nicht, aber es wird eine Story geben. Challenges haben wir 3 Stück. Campfire. Find a campfire and light it up before the plane arrives. Find and build a raft. Get resources to survive journey. Mighty camp. Build mighty camp to survive in jungle. Okay, das werden wir erstmal nicht machen. Sondern wir gehen direkt in den Survival-Mode. Eigentlich nicht, ne? Wir können eigentlich die Challenges direkt machen. Wie viel haben wir denn Zeit? Wir haben 3 Tage Zeit. Find a campfire. Na, ich bin mir nicht ganz so sicher. Wir gehen mal direkt in die Challenges rein. In das Survival-Gedöns hier rein. Und spielen auf easy. Erstellen einen neuen Speicherplatz. Und dann wollen wir mal gucken, wie das Ganze hier losgeht. Wie gesagt, ich habe das Ganze bei YouTube gesehen, bei einem Let's Player, und zwar bei dem guten Deko von den Losers. Und der Gronkh hat es ja mittlerweile auch gemacht. Ich habe mir das Spiel angeguckt, die erste Folge von Deko, und ich habe mir gedacht, wow, das musst du auch spielen. Das gibt es für $20 bei Steam. Für uns wären es dann 16,72 € oder so. Tag 1. Das ist auch schon ein bisschen länger am Start, aber ich habe mir da nicht sehen lassen. Da unten ist unsere Frau. Is everything all right? Jo. Yeah. You can come up. You do know you have the walkie-talkie, right? Ja, mit T also. You can come up. Achso, das muss ich dann anklicken. Okay. Just go ahead. Mm-hmm. I need to find something in my backpack. Möchte sie nicht. I bet you want a nap. What exactly? What exactly? Boah, ist das schnell hier. Das muss ich mal gerade kurz ändern in den Controls. Ich weiß nicht. Ich spiele gerne. Ja. Ja, schon ein bisschen besser. Patience. Very well. Okay. Catch up, yes. The path leads through that canyon. Mhm. I know. Okay, wir können also losgehen. WASD, find a camp. Und es sieht mega geil aus. Oh, have you tied down the bow? Genau, hast du das Ding festgemacht? Ja, sehr gut. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah, I feel you. The place is beautiful. Still. Okay, still. Still. We can't forget what we came here for in the first place, I know. But as soon as we're settled in, I am off to the Jabberwocka village. Jabberwocka village? What if they will not speak to us? Come on, okay, es handelt sich anscheinend um Eingeborene oder so. If anyone can communicate with them, it's you. Mm-hmm, mm-hmm. Good thing I have an anthropologist at hand. Dr. Higgins. Dr. Higgins. Kommt es mir nur so vor oder laggt es ein bisschen? Ich muss mal gerade kurz gucken, wie es in den Options ist. Bei den Graphics. Quality very low. Machen wir mal very high. So, jawohl, dankeschön, zurück, hallo. Wow, leckt's noch mehr? Nee, ne? Oder kommt mir das nur so vor? Ist auch egal. Ich habe übel Bock auf das Game. Ich habe mich jetzt schon ein paar Tage zurückgehalten, um auf die richtige Situation zu warten. Und irgendwie habe ich jetzt dann doch schon extrem Bock. Okay, ich kann hier boxen. Auf Tab ist quasi mein Rucksack. Muss ich noch nicht mal gedrückt halten. Ich kann hier craften an dem Stein. Ich kann mich umgucken.
kann hier die verschiedenen Körperteile anklicken. Ein Notebook. Oh, Moment. Das muss ich wieder wegmachen. Das muss ich wieder wegmachen. Und dann kann ich hier aufs Notebook klicken. Noch nicht. Auf die Map auch nicht und auf Schlafen auch nicht. Essen, Feuer, Walkie-Talkie. Sieht schon alles mega geil aus hier mit diesem Rucksack. Wie das alles so festgemacht ist. Was mich gerade ein bisschen stört, ist dieses laggy Verhalten, aber vielleicht wird es noch gefixt. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass mein Rechner das nicht packen würde. i7, 8700 glaube ich, 1070, 16 RAM. Na gut, könnte ich definitiv noch aufbessern. Auf 32, aber dazu jetzt mal weniger, jetzt mal mehr zu dem Game. Wir haben das Camp gefunden. Okay, found the tent. Die Mucke ertönt hier. Ja, alles cool. It's not a faster. Luxurious cots. Not all that fancy. Ooh. And there's a dirt floor. As long as it doesn't leak, I am fine with it. Soul Trail always delivers. At first glance, it looks like we have everything we might need. Perfecto. Okay, ich nehme mal hier direkt diese ganzen Sachen mit. Tag 2. Die Liane habe ich anscheinend noch mitgekriegt. That's everything. We're officially settled in. You know what that means, don't you? I remember the agreement. Okay, wir haben Essen. Maybe we should reconsider this. Mann, mega geil. Idea for you to visit them alone. Cariño. Cariño. I have to do this. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. It'll be all right. Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Romantic canned beans. Use your imagination. Machete, expand. Ach so, kann man nur nehmen. So, okay. Notebook, new entry, small fire. Hold C to open wheel and select notebook. Auch nicht schlecht. Small stick und stick. Also 8 und 6. Das müssen wir jetzt sammeln, um tatsächlich hier ein Feuer machen zu können. Hier sind überall Macheten am Start. Zeig mal her. Okay, man kann nicht gedrückt halten. So, das habe ich jetzt hier. Long Stick. Stick. Oh, Long Stick. Choose a place for a small fire. Mit Q kann ich den droppen. Komisch. Long Sticks. Naja, ich denke mal, wir werden definitiv noch rausfinden, wofür das ganze Zeug ist. Small Stick. Stick. Das ist wieder der Long Stick. Noch ein Small Stick. Ja, der war jetzt echt ergiebig. Hier ist noch mehr. Wir brauchen ja Small Sticks und normale. Was ist hier denn? Oh, Lianen nochmal. Ich denke, die werden wirklich, wirklich, wirklich wichtig sein. Nicht nur zum Bauen. Rope. Small Leaf Pile. Okay. Sollen wir den nochmal platt machen? Was haben wir hier denn? Bird Nest. Das ist dann wahrscheinlich guter Zunder. Zunder. Oder so. Wow. Okay, mit R kann ich blocken. Das steht hier wahrscheinlich nicht umsonst. Wow, was geht denn da ab? Oh Mann, ich habe schon richtig Bock. Ich hoffe, die werden hier noch einen Koop reinhauen irgendwie. Weil das ist ja mega geil einfach. Das kann ich einfach nehmen. Habe ich das jetzt in der Hand? Choose a place. Dry leaf. Moment mal. Palm leaf, palm leaf. Palm leaf. Dry leaf. Und die kann ich nur. Dry leaf kann ich so nehmen.
Und die normalen Palmenblätter nicht. Die kann ich dann wahrscheinlich nur nehmen, wenn ich irgendwas... Unknown Nut. Wenn ich irgendwas bauen möchte oder so. Nüsse. Okay. Ja, dann würde ich sagen, bauen wir doch mal das... Campfire. Unknown Fruit. Oh, und hier gibt es wieder Lianen. Ich werde das hierbei mal so machen, dass ich es nicht unterbreche, jedes Mal eine neue Folge einleite, sondern ich werde einfach am Anfang der Session eine kleine Begrüßung reinhauen, warum auch nicht. Oh, wir haben nicht mehr viel Platz. Und dann war es das. Pro Session dann halt, weißt du? Also haut schon hin. So, wir haben nicht genug Platz, hat er gesagt. Naja, genau. Alles klar, dann möchte ich mal gucken. Ja, wir haben ja schon ordentlich. Notebook. 6 Small Sticks, 8 normale Sticks. Dann muss ich craften wahrscheinlich. Craften. Oh, sehr viele Ropes. Craften. Wo sind denn die Sticks? Hier ist doch das Feuer, aber wo sind denn die Sticks? Ja, Reißverschluss. Nein, nein. Ah, hier. Stick, Small Stick. 1, 2, oh, das ist so krass gemacht. 3, 4, 5, 6 und 8 davon. 1, 2, 4, 5, 6. 7, 8. Und jetzt? Kann ich jetzt craften? Hä? Oh, ich muss nochmal gucken. Small Stick 6, Stick 8. Ja, und dann? Wie soll ich das machen? Ach so, ich muss das erst mal auswählen. Ja, das ist natürlich... Das ist natürlich wahr. Wollen wir das hier machen? Ja, komm, wir machen das da. E to insert. Ja, das ist doch schön. I can't seem to find a bag or two. Are you sure you brought everything? Ja. Yeah, everything the porters left. What? Is anything missing? I'm not sure yet. But it feels that way. Okay. Reply. Looks like everything's ready. Mia, can you bring me a lighter? Remember when I mentioned we seemed to be lacking some equipment? Yeah, we have no fire. Not a single lighter, nor box of matches. We ordered both. Did you check everywhere? I did. You need to do it the old-fashioned way. Well, not the best start of the expedition. The old-fashioned way. Also, hand drill. Wir sammeln hier mal in der Zwischenzeit noch ein paar Stöcke ein. Nein, den kann ich gerade neu noch nicht gebrauchen. Aber ich lasse den hier definitiv mal liegen. Ach, verdammt nochmal. Die kleinen Sachen nehme ich natürlich mit. So, und dann... check a new craft. Notebook. Okay. Oh, Moment. Notebook. Stick, small stick. Hand trick. Okay. Okay. Basic dressing. Macro elements. Fist, Axe, Blades, Spears. Nice. Reduce the Stamina Usage. Ja, natürlich. Was haben wir hier noch? Small Fire. No Entries. No Entries. No Entries. Small Fire. Okay. Hand Drill. Wie soll ich das denn jetzt angehen? Quit. Hand Drill. Soll ich jetzt das Ding in der Hand nehmen, Alter? Moment mal gerade.
Fire. Bird Nest. Craft. Bird Nest. Dahin. Wo war das? Ein Stick. Oh. Ein Stick und ein Small Stick. Und jetzt möchte ich das craften. You can combine these items. Look for another hand drill. Okay, craft. I need to find something dry. Okay, was dry ist, habe ich ja nun schon. Das hebe ich wieder auf. Use tool to create ember. Was heißt ember? Schön, dass ich da wieder Bescheid weiß. Also. Mhm. Okay, ich schätze, das muss ich dann wieder auf dem Craftstein machen, indem ich hier das Vogelnest hin mache und dann den Handrail. Nein, natürlich nicht. Kann ich den Handrail nicht benutzen? To use a handrail, open backpack and use expand menu on fire tool and select use. Ah. Bird's Nest. So, da geht die Scheiße ab. Okay, wir haben Feuer gemacht, oder was? Nice. Place the ember. Ach, ember. Ember heißt quasi... Oh, Mia. The fire is burning. Was heißt Ember? Ich komme nicht auf den Begriff. Okay, wir hören erstmal zu. I don't know how to explain it, but strangely, it feels safer here than there. Oh, I don't know. Jaguars, venomous spiders and snakes. Let's not forget the scorpions. A mere ant's bite hurts like hell. I am well aware of that. But still, we have a chance to achieve something. Make a difference. At home, all we could have done was be helpless and wait. I prefer the wilderness. Okay, wir können erstmal replyen. You're right. Right. I'm optimistic. If we're gonna find answers, hell, it'll be here. This time we need to pay attention to the slightest details. Last time I must have missed something. Wir suchen also irgendwas. We're only making general observations. This time we have a specific goal. Nonetheless, I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka. Everything will be fine. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you. They don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. Hard to blame them. Since you published your book, they've been under siege by the media, scientists, doctors. The World Health Alliance established a medical camp and probably performed research, violating the tribe's taboos. But I will convince them. I have to. Hm. Kennt ihr dieses eine Volk, was da auf dieser Insel lebt, was tatsächlich mal Helikopter mit so Speeren angegriffen hat? Es wäre ja voll krass, wenn das irgendwie die Base hiervon so wäre, ne? Search the tent. Okay. Wir haben erstmal ein bisschen was überlebt, denke ich mal. Wir readen erstmal die Notes. Tapir. Harmlos. Jaguar. The biggest cat in the Americas. Okay. Skull-painted warrior. Mysterious painted warrior. Appeared yesterday on the riverbank as we floated by. Who are they? Our friends, the Jabahuaca, seem afraid to talk about them. Okay. Das ist natürlich ein bisschen crazy. Was haben wir hier? Das sind die Kollegen, die sind halt... Das ist mal ein krasser Scheitel, Alter. Ja, nicht schlecht, sieht aber geil aus. Mann, das ganze Spiel sieht geil aus. Man kann es nicht anders sagen. So, das ist nochmal das Poster. Understory, Canopy Layer, Emergent Layer, Undergrowth. Ja, das so, sie ist ein Dschungel dann quasi aufgebaut, ne? So, und ich würde sagen, Note, I'm at the village. Call me with radio when you wake up. P.S. There's a little gift for you. Okay. Hello, Mia. Mia? Hey, sleepyhead. Ach so, das ist das, okay.